Community sehr interessiert. Hi Freunde, was geht ab? Ich bin Okan. Heute sind wir hier beim Doppelpass für Talento Today mit dem lieben Conan. Den habe ich heute in meinem Rucksack. Und ja, wir werden hier alles hinter den Kulissen filmen. Wir werden das Ganze anschauen. Wie läuft es eigentlich hinter den Kulissen ab? Ja, wir sehen das Ganze im Fernsehen und jetzt sehen wir das mal live vor Ort. Seid gespannt und kommt mit uns mit. Also Freunde, wir sind hier hinter den Kulissen beim Doppelpass. Ihr seht es sind noch nicht alle da. Die Gäste trudeln jetzt so langsam rein. Ich habe gehört, Eva Dienen ist gerade gelandet, müsste in wenigen Minuten da sein. Wir sind ja hier im schönen Hilton Hotel. Ich glaube ungefähr 2-3 Minuten vom Flughafen maximal. Und ja, wir gehen jetzt mal überall hier rum, checken die Leute ab, checken die ganze Gegend ab und mal gucken, was wir alles sehen. So Freunde, Conan, erzähl uns erstmal etwas über dich und dann bitte über den Doppelpass. Servus Leute, ich bin Conan, ich bin der YouTube-Moderator von Sport1. Vielleicht habt ihr mich schon mal gesehen, ich mache 3 Videos pro Woche bei YouTube über Fußball, über die Premier League, über Transfermarkt. Das ist mein Job und ich bin auch auf TikTok unterwegs, so wie der große Okan. Der große Okan, ja. Ja, also wir sind hier beim Doppelpass, also es geht so langsam los. Ihr hört es, die Band ist auch schon am Proben die ganze Zeit. Was kannst du über den Doppelpass erzählen? Also der Doppelpass ist die größte Fußball-Talk-Sendung in Deutschland. Dementsprechend kommen hier teilweise echt geile Gäste her. Wir hatten letzte Woche zum Beispiel Oliver Kahn da und Uli Hoeneß war hier schon mehrmals. Ihr seid bestimmt, geht mal auf YouTube, gebt mal Doppelpass-Highlights ein, was da teilweise abgeht. Ist Wahnsinn. Der Doppelpass ist auch eine sehr, sehr aufwendige Sendung. Also wenn ihr seht, das Set ist ja gigantisch. Also wir haben das Riesending, jetzt wird gerade geprobt. Thomas Helmer, der Moderator heute, ist da. Die Band ist da, es sind Zuschauer im Raum. Das volle Programm, das kennt ihr ja vielleicht auch aus dem Fernsehen. Der Doppelpass wird schon unter der Woche vorbereitet. Also wir haben jetzt Sonntagmorgen. Es ist jetzt kurz vor 10:30, das heißt eine halbe Stunde geht's los. Die bereiten aber schon seit Tagen, seit Mittwoch, Donnerstag vor. Der Leiter der Sendung schreibt einen Plan. Dann werden die Gäste eingeladen. Man schaut immer, okay, was ist das aktuelle Thema. Dieses Wochenende ja für uns zum Glück das Topspiel. Bayern ist gerade Meister geworden. Gestern Abend, wir waren ja auch dabei. Ja. Und, und dementsprechend wird da bis in die Nacht, also Okan, wir waren ja gestern bei der Vorbereitung dabei, die haben bis 2:30 oder so nachts gearbeitet, die ganzen Leute, und wir reden hier von Dutzenden von Leuten, und die stehen um 6 wieder auf und kommen hierher, bereiten alles vor. Die Gäste sind gerade in der Maske, jetzt wird hier gleich geprobt, also es ist jede Menge Action, und eigentlich geht es nur um diese 2,5 Stunden Diskussion, und das ist das Geile, weil in diesen 2,5 Stunden muss alles sitzen, und in der Regel ist es auch eine ziemlich geile Sendung. Ja, also verrückt, wir waren gestern in den Studios von Sport1 und die hocken da mit 10 Fernsehern und gucken, da zweite Liga, da dritte Liga, da erste Liga, und da schreit mal einer und sagt, ah, da Tor, hier Tor, also ganz, ganz verrückte Leute dort. Aber für sowas muss man auch irgendwie verrückt sein, vor allem muss man Fußball verrückt sein davor. So Freunde, es ist gerade die Probe hier, wir müssen relativ leise sein, ja. Ihr seht es, Diana ist schon gerade da, Thomas ist auch schon in der Mitte, alles schon verkabelt, alles drum und dran. Und ja, einfach mal gucken, was jetzt passiert, wie das Ganze abläuft. Bei der Probe war ich selber natürlich noch nie. Doppelpass im Fernsehen habe ich mir nur angeschaut. Und ja, bleibt spannend zu beobachten. Das sieht so viel größer aus im Fernsehen und so alles, gell? Das ist so krass. Ja. Das ist brutal. Ja. So Freunde, wir gehen mal auf die andere Seite. Lass uns mal dahin gehen und das Ganze mal von der Publikumsseite ein bisschen beobachten. Der Conan, wer ist das? Also was? Das ist der Abnahmeleiter, also der Mann mit den langen Haaren ist der Abnahmeleiter, er ist Lukas. Ja. Und der kümmert sich darum, dass der ganze Ablauf hier passt. Der hat auch gerade die Zeit runtergezählt für die Probe. Ihr seht gerade, wie Thomas das Publikum anheizt. Das ist ganz normal beim Doppelpass. Das macht man einfach, um das Publikum mit reinzubringen, damit alle gut drauf sind. Jetzt kommt Diana von rechts rein, die ist Co-Moderatorin. Und der Lukas steht die ganze Zeit im Hintergrund, koordiniert die Kameras, koordiniert die Leute, die rein und rausgehen. Sehr, sehr wichtiger Job. Und er macht ihn auch schon sehr lange beim Doppelpass, also ein erfahrener Typ. Wir sind hier mit Talento Today und es gibt eine neue App. Sie wurde komplett überarbeitet, checkt auf jeden Fall gerne mal ab. Und es gibt eine neue Funktion, ja. Man kann sich einfach für Probetrainings bewerben. Also für alle, die im Sommer wechseln wollen, sich für Höheres beweisen wollen, checkt die App ab. Ist eine Empfehlung von mir. Für mich als Kreisliga-Spieler auch gut, also abchecken. Gebt euch mal bitte, bitte diese Kamera hier. Wie das Ganze gemacht wird, was eine Technik dahinter steckt. Einfach ein kompletter Wagen. Gebt euch mal. Ein kompletter Wagen, einfach nur für eine Kamera. Und das alles sehen wir dann dementsprechend im Fernsehen. Wie viel Technik dahinter steckt, wie viele Kameras hier sind. Warte mal, 1, 2, 3. Da hinten ist, glaube ich, noch eine 4. Also 4, 5 Kameras, die einfach so viele verschiedene Blickwinkel aufzeichnen. Das ist verrückt. Also wirklich, sowas sieht man auch nur im Fernsehen. Freunde, schaut mal, das ist der ganze Ablaufplan vom Doppelpass, ja.
wann das Ganze anfängt, wie das Ganze abläuft. Und schaut mal hier. Das bin ich. Da steht mein Name drauf. Auf dem Blatt. Ich hab's geschafft, Freunde. Ich hab's geschafft. Also Freunde, im Hintergrund sieht man das ganze Set. Und hier ist natürlich die schöne Bar, wo man einige Bier zischen kann. Wichtig und richtig auf jeden Fall, Conan. Aber wir gehen jetzt hinter die Kulissen, wo das Ganze vorbereitet wird. Und dann, der Conan erzählt uns dann einige Sachen darüber. Genau, das ist eigentlich ganz normal. Können wir mal losstapfen. Hier beim Doppelpass sind wir ja im Hotel Hilton am Flughafen. Das heißt, es ist eigentlich kein klassisches Studio. Genau. Was natürlich schon ein bisschen wild ist. Zum einen wegen Ton und sowas. Grüße Patrick. Und hier laufen eben die ganze Zeit Kollegen durch. Das ist halt das Coole hier, weil du bist eigentlich in so einem Hotel und nonstop siehst du halt Leute von Sport 1, Reporter, die Gäste und so weiter. Und wir nehmen euch jetzt mal mit dahin, wo eigentlich die ganze Arbeit passiert, nämlich behind the scenes. Und es ist hier im Prinzip eigentlich, wie in jedem Hotel, sind einfach so Konferenzräume. Jetzt drehen wir ein bisschen einmal um die Kamera, damit die Leute diesen Gang und so sehen. Weil dann seht ihr hier im ersten Raum, also wir sind jetzt quasi hinter dem Hauptraum, hier ist so Catering und sowas, der Aufenthaltsraum, wo die ganzen Gäste drin sind, wo gequatscht wird, wo nochmal besprochen wird, wo natürlich auch mal Sachen besprochen wird, werden die vielleicht nicht rausgehen sollten, deswegen bleiben wir hier draußen stehen, aber ihr habt einen Eindruck, die sitzen halt da und quatschen. Dann gehen wir mal ein Stückchen weiter hinter, der nächste Raum ist nämlich die Maske, da gehen natürlich alle rein, die vor die Kamera gehen heute, wir leider nicht, wir bleiben raw, aber ist ja nicht tragisch. Und ihr seht hier, schönes Licht, viele Spiegel, können wir auch ruhig mal in die Tür reingehen für die Kamera, können wir mal reingucken. Da wird gerade, wer ist denn gerade drin? Ich glaube gerade keiner drin. Okay, die sind wahrscheinlich dann im nächsten Raum. Und dann gehen wir nämlich weiter. Der dritte Raum, der hier interessant ist, ist eins weiter da hinten. Und das ist die Regie. Jetzt haben wir heute einen Sonderfall und das ist auch Fernsehen. Auf einmal Technikausfall. Hier ging gar nichts mehr. Deswegen sind die Kollegen mit der Regie mal schnell zu Sport 1 rüber. Das ist eine Viertelstunde von hier in Ismaning. In unser Hauptstudio, um von da aus die Sendung abzuwickeln, also zu fahren, die Technik zu machen. Was echt anstrengend ist. Vorne ist vor so einer Sendung. Und eigentlich ist die Regie eben hier hinten, da ist Technik. Und in diesem Raum, hier drin, normalerweise, ihr seht, können wir mal reinfilmen, das hier, ich gehe mal kurz ein bisschen mit rein, weil hier ist gerade keiner. Das hier ist eine Sprechstelle. Ihr seht, hier ist ein Mikro drin, hier sitzt gleich der Leiter der Sendung, mit dem wir auch die ganze Sache hier organisiert haben. Ja. Und der hat hier ganz, ganz viele Knöpfe und mit denen kann er alle möglichen Leute ansprechen. Hier aufs Ohr, also die ganzen Mitarbeiter wie den Lukas, den ich euch vorhin kurz gezeigt habe, oder eben Leute, die bei Sport 1 sind und von dort aus das Signal verwalten und so weiter. Also hier ist jeder Knopf ist eine Sprechstelle, also es ist ein Ort irgendwo, das ist ein richtig geiles System. Und hier drüben ist quasi die Mini-Version von dem Okan, was wir gestern gesehen haben bei Sport 1, nämlich, dass es hier werden alle Signale reingespielt. Also ihr seht auf diesen Bildschirmen Bundesliga, dann das Studio von Kran hier, ich kann euch mal zeigen, Kran 4, das ist der große Kran im Studio, dann Kamera 3, Kamera 2, Kamera 1 und ihr seht, da passieren gerade einfach irgendwelche Vorbereitungen, es gibt eine externe Kamera und so weiter und so fort und das Ganze wird hier zusammengeführt und dann rausgeschickt. Und da bei Sport 1 dann nochmal mit damit Werbung versehen, bla bla, mit Grafiken. Also es ist ein ziemlich krasser Weg, aber das sind alles richtig coole Jobs. Ich habe sie auch schon gemacht in verschiedenen Versionen und es gehört alles dazu. Also nicht nur vor der Kamera stehen, sondern das hier ist genauso wichtig. Okay, wir müssen jetzt hier raus, weil es geht los. Conan, du hast erzählt, dass du das Ganze schon mal gemacht hast. Und in was für einem Umfang hast du das gemacht? Wie hast du es gemacht? Hast du ein Praktikum hier gemacht, eine Ausbildung, ein duales Studium? Oder was kannst du uns darüber erzählen? Also ich persönlich habe als Praktikant angefangen bei Sport 1 in der Online-Redaktion, also sport1.de, habe Texte geschrieben und sowas. Und dann, und das ist etwas, was ich euch allen zumindest sagen will, ans Herz legen will, wenn ihr in diese Richtung wollt, also Moderation, Reporter und so weiter, habe ich ein Volontariat gemacht. Und ein Volontariat ist im Journalismus oder generell in der Medienwelt sowas wie eine Ausbildung. Das geht in der Regel 2 Jahre und es gibt ziemlich wenige Plätze. Also bei Sport 1 zum Beispiel gibt es 2 Volontariate alle 2 Jahre. Das heißt, ich und meine Partnerin quasi, meine Volo-Partnerin, haben das 2 Jahre lang gemacht und es gab keine anderen Volos. Und dann kommen die nächsten beiden. Und in diesem Volo, Volontariat, lernst du alles Mögliche über den Journalismus, über Medien. Bei Sport 1 ist es ein crossmediales Volontariat. Das heißt, ich habe gelernt, wie man Kamera bedient fürs Fernsehen, wie man im Stadion Interviews führt und filmt, wie man, so wie wir gerade gesehen haben, im Studio Knöpfe drückt, Kameras fährt, wie man mit Sendungen koordiniert, Sendungen baut, also den Ablauf baut, so wie beim Doppelpass, wie man Sachen schreibt, wie man natürlich Videos macht, so wie ich bei YouTube. Das lernst du alles in dem Volontariat, bei Sport 1, bei Sky aber genauso, The Zone, das gibt es überall. RTL ist zum Beispiel auch sehr beliebt.
Und so bin ich dann über dieses Volontariat zu meiner Festanstellung als YouTube-Moderator gekommen. Es gibt bei Sport1 aber auch Praktika in allen Bereichen. Online, Social Media, Fernsehen, das volle Programm und dann auch nochmal einzelne Variationen. Also bei uns könnt ihr auf jeden Fall Praktikum machen. Wichtig dabei aber, ihr solltet für ein Studium eingeschrieben sein. Das ist wichtig, weil dadurch kann man dann so ein Pflichtpraktikum machen, 3 oder 6 Monate. Alternativ, wenn ihr noch Schüler seid, kein Problem. Es gibt auch Schülerpraktika, die sind halt relativ kurz, so eine Woche oder so. Aber das kann die perfekte Plattform für euch sein, sagen wir jetzt einfach mal mit 16 oder 17, vorbeizukommen, euch zu zeigen und dann 1, 2 Jahre später, wenn ihr mit der Schule fertig seid und ein duales Studium beginnt, eine Ausbildung vielleicht auch, das ist auch alles regelbar. Aber am besten einfach für ein Studium einschreiben und dann könnt ihr euch meinetwegen auch bei mir melden und dann organisieren wir da was. Es gibt jede Menge Praktika bei uns und das ist der Beginn vielleicht einer großen Karriere. Okay. Und wenn sie sich jetzt bei dir melden, ja, und sagen wir mal, du bekommst tausende Nachrichten und du willst jetzt nicht alle beantworten können, wo können sich denn die Leute dann einschreiben? Genau. Gibt es dann irgendwie ein Kontaktformular, eine Webseite, eine Mail oder irgendwie sowas ähnliches? Es gibt eine Website, ein Jobportal, ganz klassisch. Das wurde auch vor kurzem nochmal modernisiert, das ist eigentlich ganz cool. Und das, eigentlich könnten wir das ja theoretisch unter das Video packen. Ja, genau, packen wir euch in die Beschreibung, packt Oka an euch in die Beschreibung. Erste Link in der Bio könnt ihr auf jeden Fall abchecken, falls es euch interessiert. Mich interessiert es auf jeden Fall auch, weil hätte ich es vorher gewusst, dann wäre ich auf jeden Fall hier gelandet in München. So Freunde, eine Sache, die ich immer schon mal machen wollte, ja, wenn ich im Fernsehen bin oder irgendein YouTube-Video mache, aufpassen. Ich studiere gerade Marketing, mache auf TikTok so Fußballvideos, Fußballnews. Ich informiere mich halt immer in so spanischen Medien und so weiter und so fort. Okay. Und zeige so meiner Community halt, was ich mache. Cool. Und dann würde ich halt gerne dich so ein paar Sachen fragen, weil du bist genau das, was ich werden will. Okay. Also ich bin ein möchtegern Fußballexperte und er ist ein wirklicher Fußballexperte. Das ist der Unterschied jetzt zwischen uns beiden. Aber wie schafft man das dazu? Ich möchte auch unbedingt Fußballexperte werden, ja, mein Traum. Wie schaffe ich das, wirklich vielleicht in deine Fußstapfen irgendwann mal zu treten? Ja gut, ich glaube erstmal einerseits harte Arbeit, so wie es eigentlich immer ist. Ich glaube, das ist eine Leidenschaft, die du natürlich auch nachgehen musst. Und bei mir war es so, ich habe sehr früh nach dem Abitur dann angefangen, ein Volontariat bei einer kleinen Zeitung in der Nähe von Frankfurt zu machen. Habe da von der Pika an wirklich gelernt, dann auch im Journalismus zu arbeiten. Habe dann auch über kleinere Vereine berichtet, in der Fußball-Oberliga, in der Bezirksliga beim Handball, sowas. So fing es dann an und da war für mich klar, dass ich studieren möchte nochmal unbedingt. Bin damals nach Hamburg gegangen, habe ein Studium Journalismus gemacht an der Makromedia Hochschule und ja, dann ging es recht schnell. HSV auf einmal reingeworfen, von der Hamburger Morgenpost quasi geholt worden als HSV-Reporter und dann war ich sehr schnell drin in dieser Branche und merke auch immer mehr, egal wie lange man dabei ist, es sind doch immer wieder die gleichen Leute, die man trifft, die gleichen Kontakte, die man trifft und wenn man sich irgendwann ein großes Netzwerk aufbaut und vor allen Dingen, das bist du ja auch, ein Typ ist, der auf Leute zugeht, der sehr offen ist und sich das Netzwerk so ein bisschen aufbaut, dann hat man gute Karten in dem Business. Und man muss natürlich Leidenschaft haben. Ich stehe nie morgens auf und denke, scheiße, ich muss arbeiten oder zur Arbeit. Jan A. Gefährthoff, eine Legende 1999 mit dem legendären Tor für Frankfurt. Du bist bekannt als Haaland-Experte. Meine Community brennt wirklich dafür. Was macht Haaland im Sommer? Kannst du uns irgendwas verraten? Irgendwelche Tipps? Man hört ja, dass du mit dem Vater gut in Kontakt bist. Kannst du uns irgendwas verraten? Was ich verraten kann, ist ja die Fakten. Die Fakten ist, dass es gibt viele, die sagen, dass er geht nur nach Geld und der Paket ist so und so groß. Bis jetzt haben Team Haaland, das der Papa und die Leute um ihn und der Erling, die sind nie nach Geld gegangen. Der könnte nach Juventus gehen, ist nach Salzburg gegangen. Der könnte nach Manchester United gehen, ist in Dortmund gegangen. Darum ist, in den Rennen ist Manchester City, Real Madrid und Bayern München. Obwohl die Führung von Bayern München sagt, nein, ist er nicht, stimmt nicht. Dann denke ich so, dass Favorit ist Manchester City, aber ist noch nicht entschieden. Okay. Ich bin riesengroßer Barca-Fan. Gibt es noch für Barca eine Chance für Haaland? Glaube ich eigentlich nicht und das geht über finanzielle Sachen. Ich glaube, Laporta und Barcelona, jetzt müssen die sich bemühen, um der Barcelona-Mannschaft wieder aufzubauen. Mit Xavi haben die einen Trainer, der diese Identität verkörpert. So vielleicht einmal in die Zukunft, aber ich glaube nicht. Am Anfang glaube ich, die waren auf der Liste als ein Außenseiter, aber ich glaube leider nicht. Lewandowski möchte ich nicht unbedingt. Du möchtest nicht Lewandowski? Ich möchte nicht Lewandowski bei Barca. Echt? Warum? Nein. Meiner Meinung nach mit 34 ist er zu alt für so ein junges Konzept bei Barca. Ja? Xavi probiert viel Neues aus. Das ist richtig, ja. Und ein Lever da reinzubringen, ist für mich persönlich der falsche Zeitpunkt. Vielleicht ein paar Jahre früher auf jeden Fall, aber momentan
möchte ich Leber nicht bei Barca sehen. So, Freunde, das war unser Tag beim Doppelpass. Es waren wirklich super Momente dabei. Conan, wie war es für dich? Ich fand es richtig geil. Sowas gab es noch nie hier, dass TikToker, dass Creator hinter den Szenen dabei sein durften. Und ich glaube, mir hat es mega Spaß gemacht und ich hoffe, für euch war auch was dabei. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Riesenchance. Und ich habe noch nie eine Abmoderation gemacht, ich bin ganz ehrlich. Wie geht es? Soll ich einfach meine machen? Genau. So, Leute, das war unser Tag beim Doppelpass. Es war richtig geil, hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe auch euch. Wenn ihr es cool fandet, lasst gerne ein Abo da auf Okans Kanal und auf dem Sport1 Kanal. Und auf TikTok kennt ihr euch sowieso. Und auf Conans Kanal natürlich auch, Freunde. Genau. Bis dann. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Macht's rein.